Und da wäre zum einen Dimitri Dimitrenko, der nun wirklich eine sehr wechselvolle Karriere hinter sich hat. Er war zuletzt Dritter bei den Europameisterschaften in Wien und er war schon 93 Europameister. Dazwischen gab es nicht unbedingt ein Tal der Tränen, aber es gab nie mehr die großen Erfolge. Aber was hier und heute passiert ist, das dürfen wir natürlich, weil wir ihn ja schon gesehen haben, vorwegnehmen. Das war natürlich etwas, was sicherlich in der Karriere des Dimitri Dimitrenko einzigartig ist. Er hatte schon die Kür komplett in den Sand gesetzt während der Qualifikation und ja, nun lief es auch nicht besonders gut, Marius. Ja. Ich kann mir sowas nicht vorstellen, ein Läufer wie er. Zwei Tage ohne Ein- und Dreifachachsel und im Training hat er ihn jeden Tag gesprungen, jeden Tag gemacht. Ich habe es selber gesehen und jetzt nur doppelt. Das sollte die Kombination sein. Er hätte noch umstellen können. Hat er auch nicht getan. Auch nicht getan. Auch den Dreifach-Lutz mit auf zwei Füßen da, das wird auch abgezogen da. 0,3, 0,2 Zehntel. Aber du kennst ihn ja nun auch schon sehr, sehr lange. War ja immer schon so ein bisschen nervig. Nicht immer, nicht immer. Er hatte dann diese Phase nach seiner Europameisterschaft-Sieg. Da kam Zagorodnyuk, deshalb war er nicht in einem Tal, aber da kam Zagorodnyuk vor ihm und dann war er immer als zweiter Ukrainer, dann ist er abgetreten, blieb er Nummer 1. Und dann ging es aufwärts, kann man sagen, so vor zwei Jahren ging es wieder besser. Aber ja, ich kann es auch nur, es war mit ihm was los, so diese Tage. Ja, es waren halt nicht seine Tage, ganz einfach, das kann mal passieren. Aber das ist ein Absturz, ein brachialer Absturz von Dimitri Dimitrenko. Denn er ist ein echter Profi unter den Amateuren, so gesagt. Denn er lebt sehr richtig und macht alles ganz nur für den Sport und gut und trainiert fleißig zu Hause in Kiew. Und ich glaube nicht, dass es an dem liegt. Vielleicht im Hinterkopf so stört ihn ein bisschen die Sache, dass er nicht den vierfachen Tulip so beherrscht. Und er weiß, dass eine Konkurrenz, die vor ihm liegt und auch letztes Jahr viele Läufer, die hinter ihm waren, schon den vierfach Tulip machen und er kann ja keinen Vierfachsprung. Vielleicht ist das auch ein Grund, aber ich will ihn jetzt nicht entschuldigen. Ja, man versucht quasi für ihn stellvertretend ganz einfach ein bisschen herauszufinden, woran kann es denn gelegen haben, dass ein Mann, der zur europäischen Spitze zählt in seinem Sport, von einem Mal von Platz 3 abrutscht ins Niemandsland der Wertungen. Er macht sich auch viele Gedanken. Er sitzt oft an seinem Synthesizer und versucht sogar die eigene Musik zu komponieren und zusammenzustellen. Also er ist schon einer, der, wie der Mario schon sagte, ein richtiger Profi eigentlich ist. Und für ihn ist das sicherlich ganz besonders hart, dass es hier und heute und auch schon in der Kür während der Qualifikation überhaupt nicht stimmt, überhaupt nicht funktionierte. Ja, man muss sich mal vorstellen, Dimitri Dimitrenko hatte am Ende sogar Sorgen, sich zu qualifizieren für die abschließende Kür. Das ging ja gerade noch mal gut. Schauen Sie da den Dreifach-Lutz, die Landung. Ja, das war nichts Sauberes. Gestern hat er einen einzigen Dreifachsprung gemacht, einen Dreifachflip. Seine Kür bestand aus einem Doppelachsel mit Doppel-Tulup-Kombination. Er hat den vierfachen Tulup probiert auf zwei Füßen, dann ein Doppellutz, ein Dreifachachsel auf Vorwärts, ein Dreifach-Rittberger gestützt und einen einfachen Salchow. Das ist seine Nachwuchsläufer-Kür. Tja, betretene Minen gab es hinterher bei Dimitri Dimitrenko und bei seiner Trainerin. Ja, da ist Galina Kuchar. Und er ist ein sehr erfahrener Läufer, sehen Sie, 27 Jahre alt. Das ist das beste Alter vielleicht für die Herren. Ja, 20 war er, also in Helsinki damals Europameister wurde, kam quasi von 0 auf 100, raketengleich in die Top-Position. Und danach gab es Platzierungen 6, 7, 7, 8, 8, 99,
war er nicht dabei. Und 2000 in Wien dann das Comeback des Dimitri Dimitrenko. Als solches musste man es wirklich bezeichnen mit dem dritten Platz. Und jetzt der Rückfall so wie noch nie zuvor. Aber wir werden ihn bei der Weltmeisterschaft sicher wiedersehen in Vancouver. Und ich bin sicher, er wird kämpfen, er wird fighten. Das zumindest kann man von ihm erwarten. Es wird ein anderer Dimitri sein. 3,5, das habe ich gerade gesagt, das hat er nicht einmal als 10-Jähriger bekommen. Ja, aus Australien kommt diese 3,5 im Übrigen. Sogar dreimal, auch der zweite Preis. Ja. Die Britin Margaret Worsfold. Aber insgesamt gibt es von den vom Preisgericht noch nicht so die Probleme. Es wurde allerdings heftig diskutiert über das Abschneiden bei den Paaren, Bereschnaja Schikarolice gegen Abitbol Bernadis zum Beispiel. Und da gab es nicht wenige, die sagten, das hängt vielleicht ein bisschen damit zusammen, dass Bereschnaja im vergangenen Jahr 3 Monate gesperrt wurde.